Viele Politiker meinen sich ja sehr regelmäßig zu allen möglichen Themen, sei es qualifiziert oder auch nicht so qualifiziert, äußern zu müssen. Tatsächlich ist es aber eigentlich so, dass wir im Deutschen Bundestag alle Fachpolitiker sind. Das heißt, wir vertreten einen ganz bestimmten Themenbereich. Anders wäre das auch gar nicht zu schaffen. Deswegen werden zu Beginn einer jeden Legislaturperiode eine Vielzahl von Fachausschüssen eingesetzt, in denen die Fraktionen ihrer Stärke entsprechend vertreten sind. So gibt es zum Beispiel den Auswärtigen Ausschuss, aus dem die Außenpolitiker aller Fraktionen zusammenkommen, oder auch den Gesundheitsausschuss, wo alle Gesundheitspolitiker zusammenkommen, um sich fachlich auszutauschen. In dieser Wahlperiode gibt es insgesamt 24 ständige Fachausschüsse. Ich selbst bin Mitglied des Familienausschusses und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung und Forschung. Darüber hinaus bin ich im Familienausschuss Obmann. Das ist so eine Art Koordinator, der auch Organisatorisches mit den Obleuten anderer Fraktionen klärt, um den Ausschuss vorzubereiten. Darüber hinaus bin ich auch kinder- und jugendpolitischer Sprecher der Fraktion der Freien Demokraten. Im Ausschuss selber beraten wir dann Gesetzesinitiativen oder andere Anträge, hören Expertinnen und Experten an, um uns dann ein fachlich fundiertes Bild machen zu können. Welche Fraktion den Vorsitz eines Ausschusses übernimmt, richtet sich im Übrigen auch nach der Stärke der Fraktionen im Plenum des Deutschen Bundestags. Wir als Fraktion der Freien Demokraten dürfen derzeit 3 Ausschussvorsitzende stellen. Manuel Höferlin ist derzeit der Vorsitzende des Ausschusses für die digitale Agenda. Guido Jensen ist unsere Ausschussvorsitzende im Bereich Menschenrechte. Und Katja Hessel ist die Finanzausschussvorsitzende. Wir haben uns ganz bewusst als Fraktion der Freien Demokraten für diese 3 Ausschüsse entschieden, denn das sind 3 sehr, sehr wichtige Themen, die zusammen unser Land nach vorne bringen. Denn wir sind der Meinung, dass sowohl modernes Denken als auch der Schutz der Menschenwürde als auch solides Wirtschaften insgesamt im Dreiklang sehr wichtig ist, und deswegen setzen wir uns dafür ein.